Und hiermit begrüße ich euch mit einem frischen Grinsen zu meinem neuen Projekt Zelda Majora's Mask für den 3DS. Wir starten gleich durch. Nur kurz zur Erklärung. Nein, das ist nicht mein Speicherstand. Ich habe das nämlich hier drauf noch nicht gespielt. Nur kurz zur Erklärung. Man sieht bei mir jetzt nur den Topscreen, weil ich keine andere Software gefunden habe, um beide Screens anzuzeigen. Und wenn ich versuche, das über Fraps zum Beispiel aufzunehmen, den anderen Bildschirm, kackt mir das Programm vollkommen ab. Aber bei dem Spiel interessiert ja der untere Bildschirm nicht ganz so sehr. Und wir steigen jetzt einfach mal ein. Ich habe einen 3DS mit Capture Card zu Weihnachten bekommen und habe jetzt eigentlich nur auf Majora's Mask gewartet, damit ich jetzt endlich das Ganze mal ausnutzen kann. Boah, und werde jetzt natürlich auch versuchen, geplant ist, 5 Tage die Woche jeweils ein Video hochzuladen dazu. Und wir tauchen in eine wunderbare Welt ein. Ja, die Einstellung einstellen seht ihr jetzt halt nicht, weil das läuft immer über den unteren. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst... Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden. So brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als er sein heroisches Schicksal erfüllte und seinen Platz inmitten der Legenden eingenommen hatte, hatten sich ihre Wege getrennt. Navi! Also wenn man den Teil 564 kann, dann ist das jetzt schon so ein What the fuck Moment, weil die Grafik einfach echt geil ausschaut.
Aber in welchem Wald ist er da? Das muss wehgetan haben. Das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl. Ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Was für eine hübsche Ocarina. Hey, Horrokid, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Das geht nicht, Tail. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren. Auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Oh ja, dieser Blick sagt alles. Alter, ich will gar nicht wissen, wie das wehtut. Das erklärt auch, warum Link im Gegensatz zu Ocarina of Time dann wieder nur mit 3 Herzen beginnt. Das wurde ihm jetzt alles abgeschabt. Au. Also dieses Spiel fängt ziemlich damit an, dass alle Knochen gebrochen werden. Oh, und jetzt dürfen wir anfangen, ihn zu steuern. Yay! Ja, erstmal Geld sammeln. Wow, 2 blaue, gleich im ersten Busch. Das ist sehr gut. Also das Spiel als Remake hat, soweit ich weiß, eine komplett neue Engine bekommen. Hält sich aber natürlich sehr, sehr nah ans Originale. Also zu 90% auf jeden Fall. Ich habe schon gesehen, dass es einige Veränderungen gibt. Wahrscheinlich weißt du das schon alles, aber hier ist noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Steuerung. Nein! Wege dich mit dem, schwinge dein Schwert mit, kleinere Stufen überwindest du mit, läufst du mit, auf Abgründe zu springst du automatisch, wenn du hinunterfällst. Probiere es erneut. Ich will aber nicht runterfallen. Bewegende, tanzende Büsche. Sterbt. Nur zur Info, ich hab schon 34 Rubine. Alter. Und das habe ich ja Majora's Mask auch geliebt. Die hast du neue Sprunganimationen eingebaut haben, die vor allen Dingen so cool aussehen. Oh, fuck. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Oh, Buhu, warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Oh, komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Narr. Ich habe es nicht weggeklickt, das ist automatisch weggegangen. Komisch, warum hat Link nicht einfach sein Schwert gezogen? Zack, zack, zack!
Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Aber wir werden nicht liegen, wenn man nicht das auf den Sitz lassen wird. Beziehungsweise Bamboo heißen wir. Schwester! Ja, man, gut, dass er nicht dazwischen geklemmt ist. Dann wäre jetzt Matsch. Hey, hey, Horrorkid, warte auf mich, ich bin noch hier. Tail, du kannst doch nicht ohne mich fort. Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitz hier nicht rum, Deku-Junge, tu etwas. Was starrst du mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Hör auf, mich anzustarren. Öffne lieber diese blöde Tür. Bitte, komm schon. Ein hilfloses, kleines Mädchen bittet dich. Also beeil dich gefälligst. Oh, Tail. Ich hoffe nur, dass dem Kleinen nicht zustößt. Und schon haben wir wieder eine Fee an unserer Seite. Das Lustige ist, im ursprünglichen Majora's Mask konnte man diese Drehattacke auch, aber erst jetzt sieht man, warum sie Schaden machen kann, weil aus der Rückseite seiner Mütze Dornen rauskommen. Wie geil ist das denn? Ja, also nicht wundern, ich habe das Spiel natürlich schon angespielt, weil ich meine, der Release war jetzt vor ein paar Tagen. Hey, warte auf mich, lass mich nicht zurück. Also, was da vorhin geschehen ist, ich entschuldige mich. Also nimm mich bitte mit. Du willst doch mehr über dieses Horrorkid in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es abgemacht. Okay. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horrorkid gefunden haben. Mein Name ist Taya. Also nett, dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Nachdem wir das nun abgeklärt haben, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke... Und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du bis dahin klar. Was labert die? Ich verstehe es nicht. Oh nein, ich hab's falsch gemacht. Ja, ich bin eigentlich nur scharf auf Money, Money, Money. Am Anfang ist es essentiell wichtig, dass wir alle Rubine einsammeln, die wir finden. Naja, eigentlich nicht. Das wird auch später reichen. Aber ich bin ein Geldsack. Von daher... Sie gleich die Rubine einsammeln. Ah ja! Hey, wenn ich nach dir rufe, sollst du besser rasch drücken. Ich sehe schon, du hast dich noch nicht an dein Dasein als Deku gewöhnt. Also gut, hör zu. Stehst du in deiner jetzigen Form auf einer Deku-Blume, drücke und halte. Auf diese Weise kannst du abtauchen. Warte ein paar Sekunden, bevor du wieder loslässt. Die Blume schleudert dich regelrecht empor. Während du schwebst, drücke, um die Perspektive zu ändern und um zu landen. Hast du es kapiert? Ich weiß nicht, diese Pausen immer. Ja, ist okay. Diese Pausen verwirren mich. Also Master Quest war zugespickt mit Nebenquests und allem. Und das haben sie, glaube ich, im Remake dann nochmal ein bisschen ausgebaut. Das sind so diese 10%, die sie noch mit verändert haben. Aber jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir überhaupt das Horrorkit erreichen, sonst wird das mit den Quests oder generell mit allem überhaupt nichts mehr. Weil als Deku stehen wir verflucht nochmal auf verlorenem Posten. Eine Ruhe! Oh yeah, Epic Deku-Nüsse! Beim Aufprall zerbürst du die Nuss und setzt einen gleißenden Blitz frei, der die Gegner blendet. Du weißt doch, wie man Items benutzt, oder? Wenn du auf dem unteren Bildschirm berührst, öffnet sich das Inventar. Mit kannst du Items... Oh, das lese ich jetzt nicht vor. Es ist mir mit zu vielen Pausen. Außerdem, jeder, der das Spiel spielt, wird dann selbst die Bedienung auch noch irgendwann erfahren. Ich glaube, ich lasse es auch jetzt, dass ich dann Bedienungshilfen vorlese. Wobei so viel gar nicht mehr kommen dürfte. Ich habe ja das meiste jetzt schon. Nein, wir stürzen ab! Hey du, mach schon, drücke und sprich gefälligst mit mir. Hoppala. So herum. Na also, siehst du, mit ein wenig guten Willen geht alles. Das lese ich jetzt nicht vor, das lese ich nicht vor, das lese ich nicht vor. Ich muss zum Baum rüber. Ja, wozu habe ich dich dann anvisiert? Mann, 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 Mann. Übrigens, wenn man dann R drückt, während man in Luft ist, kann man hier zielen. Bam! Oh, hoppala, das wollte ich nicht, Junge.
Eigenartig. Auf irgendeine Art und Weise siehst du diesem Baum sehr ähnlich. Er sieht sehr düster und traurig aus, als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. Ja, das ist echt traurig, wenn man die Hintergrundgeschichte weiß. Aber dazu komme ich später. Was ist passiert? Tja, und somit kommen wir nicht mehr zurück. Wo sind wir hier? Welches verquere Land sind wir hier nur geraten? Ach ja, die Dinger. Wenn man mal nicht weiter weiß, also wenn man jetzt eine Woche nicht gezockt hat und man keine Ahnung hat, wo man als nächstes hin muss, fassen die Steine die Story zusammen. Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemeint. Ich bin Besitzer des fröhlichen Maskenladens. Die Suche nach Masken führt mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust. Doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Wie bist du durch die verschlossene Türe gekommen? Denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Hol dir das kostbare Stück zurück, das man dir gestohlen hat, und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug. Alles, was ich dafür verlange, ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückbringst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du willst doch nicht allen Ernstes erzählen, für jemanden wie dich sei das unlösbar. Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier um ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Sicher findest du sie bald. Ach, eines noch. Bitte sieh dich einmal dorthin. Siehst du diesen eigentümlichen Stein dort? Man nennt ihn einen Shika-Stein. Wenn du ihm dein Leid klagst, wird er dir den richtigen Weg weisen. Wenn du also einmal nicht weiterkommst, wende dich an ihn. Also, ich verlasse mich auf dich. Hurra! Und habt ihr es gesehen? Eine Mario-Maske! Hat er übrigens auch schon in der 64-Version auf dem Rucksack gehabt. Und jetzt lasst uns mal Unruhstadt erkunden. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Nein! Man kann übrigens als Deko schon relativ viel in der Stadt machen. Zumindest so Kleinscheiße. Ein Herzteil, wo wir noch nicht hinkommen. Der Kerl macht mir Angst. Dieser Maskenhändler war... Oh, Verzeihung, hab nur laut gedacht. Aber nur 3 Tage, selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben uns nur 72 Stunden. Also setze ich in Bewegung. Wir müssen zur großen Fee. Du möchtest doch das Horrorkit finden, oder? Die große Fee weiß sicher, was es als nächstes vorhat. Sie sieht alles. Und unter uns gesagt, das Horrorkit hat keine Chance gegen die große Fee. Wie war das? Der Schrein der großen Fee müsste irgendwo in dieser Stadt sein. Wo? Naja, irgendwo halt. Frag mich nicht, ich kenne mich hier auch nicht besonders gut aus. Am besten, wir schnappen uns eines der Kinder hier und fragen es nach dem Schrein. Brauchen wir nicht, ich weiß zum Glück, wo der Schrein ist. Was einem sofort auffällt, man hat irgendwie mehr Platz in dieser Stadt. Also sie ist um einiges geräumiger, vor allen Dingen, wenn man hier hochgeht. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Früher war es so, dass man als Deko noch nicht speichern konnte. Also nur so temporärer Speicher, aber nicht Fortschritt speichern. Ja, natürlich. Und man konnte es nur mit dem Schwert an die Eulen hauen und dann konnte man richtig speichern. Und nein. Ah! Lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall ist hier jetzt die Bank. Ich muss aber weg, sonst massakriert mich hier der Hund. Und darauf habe ich keine Lust. Was ich auf jeden Fall mache, ist die eine kleine Nebenquest, die man nur als Deko macht. Die man nur als Deko machen kann. Ich stelle mich einfach hier irgendwo an den Rand und bin eine Stehlampe. Eine Deko-Stehlampe. Ah, komm schon. Jawohl. Ja.
Hallo, Kind. Wir sollen dich ansprechen. Was willst du, du Rutzel? Stör mich nicht, während ich übe. Wenn du es nicht schaffst, den Ballon zu treffen, dann leg dich nicht mit mir an. Was für ein frecher Bengel. Aber die große Fee ist jetzt wichtiger. Sie muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ich denke, du kennst dich hier nicht aus. Nanü, grüne Kleidung, weiße Fee. Mein Herr, seid ihr vielleicht eine Waldfee? Du liebe Güte. Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie, eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Das wäre unser Schicksal gewesen, wenn Ocarina of Time nicht passiert wäre. Vater sagt, ich solle mich mit meinem Alter entsprechend verhalten. Aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz, Sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau, wir sollten Freunde werden. Ah ja, ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis für meine Karten. Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen? Unruhstadt. Für nur 5 Rubine, das ist billig. Die Karte werdet ihr nie zum Gesicht bekommen, weil die auf unterem Bildschirm ist. Ach ja, wissen Sie eigentlich, wie Sie die Karte verwenden? Tippen Sie auf die Karte auf dem Touchscreen an, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern. Ja, es ist mir... Tingle, Tingle, Kulo Lippa! Diese magischen Worte hat Tingle für sich gesonnen. Stehlen Sie sie nicht. Oh Gott, ich hoffe, ich muss den nie wieder synchronisieren. Das war ja eben... Alter, das war nicht mehr lustig. Oh mein Gott! Oh nein, die große Fee! Junger Freund, bitte höre mein Flehen. Das Horrorkit hat meinen Körper zerschmettert. Bitte finde die eine verirrte Fee, die irgendwo in dieser Stadt verweilt. Bring sie zu dieser Feenquelle. Ja, ist langsam gut. Darf ich mich wieder bewegen? Oh. Diese Feen hatten was Bestimmtes mit mir vor, aber ich bestehe aus Holz. Da kann nichts kommen. Außerdem bin ich keine 11 Jahre alt. Ja. Also ich hole jetzt noch die Fee. Ich glaube, dann sollte ich auch schon mal wieder einen Job einlegen, weil sonst wird der Pfad mir zu lang. Aber nichts ist wichtiger als Money. Ach scheiße, jetzt habe ich einen verpasst. Egal. Also ich weiß zum Glück, wo die Fee ist. Wie viel Money habe ich denn? Ich glaube, ich zahle schon mal was ein. Hallo, kleiner Mann. Möchtest du nicht deine Rubinen deponieren? Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnisse einfach nicht mehr einzahlen. Nichts, nichts. Als besonderen Anreiz offeriere ich dir eine spezielle Prämie, je nachdem, wie viel du einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine sparst, gebe ich dir etwas, womit du noch mehr Rubine bei dir tragen kannst. Also, womit kann ich dienen? Wunderbar, nun. Wie viel? Ich will nur 50 einzahlen, ich brauche noch ein bisschen was. Ernsthaft? Das ist eine Menge! So, junger Mann, wie lautet dein Name? Bambu war der Name, oder? So, das wär's. Deine Ersparnisse sind bei mir in guten Händen. Ich kennzeichne dich nur noch rasch mit meiner Spezialtinte. Keine Angst, die Tinte ist unsichtbar und es tut doch nicht weh. Ich will nicht wissen, wie ich unter einer Schwarzlichtlampe jetzt aussehe. Das war's auch schon. Von jetzt an werde ich dich immer erkennen. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 50 Rubine. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer eingesammelt hast. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht zu schnell synchronisiert oder den oder es. Aber ich dachte mir, passt ganz gut, wenn der etwas schneller spricht. Da, 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 aus dem Büschen bekomme ich nichts, aber hier ein 5er Rubin und da ist eine Fee. Bitte erhöre mein Flehen. Das Horrorkit hat meinen Körper zerschmettert und die Einzelteile in alle Winde verstreut. Bitte bringe mich zur Feenquelle in Nordunruhstadt. Nein, du bist jetzt meine Sklavin. Wobei, ich habe schon eine Fee, die ist weitaus hübscher als das dicke Ding, was ich da eben eingesammelt habe. Dann bringen wir es halt zurück. Es hat nicht mal eine Personifizierung verdient. Es ist einfach nur es. Oh ja, das ist so toll. Schneller, Link, schneller. Wieso Link? Ich heiße Bambu. Watschel.
eines der schlimmsten großen Feen-Designs, sagen andere, sagen viele. Dicke Titten-Lady, sagen die andere, mit sehr spitzen Titten. Die sie gut verdeckt. Taya und du, junger Freund im fremden Körper. Das hört sich sehr falsch an, besonders wenn das jemand mit dem Gesicht sagt. Oh. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk an. Ja, Magie. Erfüll uns mit der Magie. Oh, mir wird schwindelig. Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Yeah, jetzt kann ich Blasen verschießen. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horror-Kid. Unterschätze niemals seine Kräfte, junge Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, aber das ist einfach zu geil. Ja, Leute, dann würde ich sagen, mal hier einen Aufnahmestopp. Wir sehen uns... Ja, komm, kann ich nicht auf Pause gehen? Nein. Leute, wir sehen uns dann ganz einfach im nächsten Part wieder. Ich versuche, wie gesagt, jeden Tag, also 5 Tage die Woche, jeden Tag ein Video zu posten. Montag bis Freitag. Das heißt, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin. Ciao.